Da hab ich Bock drauf. Wir gehen rein, Leute. Ja, Mann, wir gehen da rein. Komm, da gehen wir jetzt rein. Da hab ich jetzt auch Bock drauf. Guck mal, also ich mache ja auch mal ab und zu eine kleine Show hier, ne? Habt ihr ja mal mitbekommen, ne? Ab und zu brülle ich auch mal rum oder dance hier, ne? Einfach ein bisschen Spaß haben. Aber alles hat seine Grenzen, Alter. Alles hat seine Grenzen und die ist da erreicht. Und in dem Sinne, mal gucken, was die Rachel-Welt so Wunderbares zu bieten hat. Digga, der bringt sich doch gerade um. Vielleicht haben die da aber auch mehr Konkurrenz. Die müssen sich einfach abheben. Und das hat sich so weit gesteigert, bis da irgendwelche verrückten Leute auf ihren Stühlen rumhüpfen, als wären das Trampolins, Alter. Trampoline. Trampolins. Genau, Gio. Super gemacht. Ich glaube, wenn dieser Dude so weitermacht, dann wird er sich noch... Okay, wartet mal. Jetzt interessiert mich das. Wie viele Klicks hat dieses Video? Hat er das verlinkt? 134.000 Klicks! What is... Ey, ohne Witz, wäre ich da in diesem, wenn es ein Livestream war, weiß ich, wäre ich da drin, ich hätte Notruf gerufen. Ich hätte wirklich 112, okay, was hätte ich sagen sollen, irgendwo in Amerika, Alter, Hinder, aber, Junge. Okay, das ist krank, wir gehen weiter rein. Noch tot reagieren. Es geht noch weiter mit dem, der ist schon nackig jetzt. Falls es euch mal schlecht geht, denkt einfach daran, dass dieser Stuhl auch Gefühle hat. Ja. Ey, guck mal bitte das Bild gerade, wo ich gestoppt habe. Genau rechtzeitig. Bitte, guck mal. Dass man unsere Augen nicht sieht und dann blenden die einfach Bushido und K1 ein. Ja, Leute, wisst ihr noch, Jung Brutal gut aus den drei mit K1 und Bushido? Ich hab's gar nicht gecheckt. Vor Bushido und K1 ein. Ja, Leute, wisst ihr noch, Jung Brutal gut aus den drei mit K1 und Bushido? Weil ein paar Jahre zuvor der legendäre District. In Teil 4 sehen wir Gio. Jules, Bruder, wenn du das siehst, ich weiß nicht, ob das jemals auf YouTube erscheint. Wenn du das siehst, Bruder, komm. Ich bin einer von euch, Alter. Ich bin einer von dir. Ich bin so, mach keinen Scheiß. Lass mich da raus. Lass mich da raus. Sonst haben wir ein Problem. Leben und Tod des Farid Bangers kam. Legendäre Zeit. Leben und Tod des Farid Bangers. Legendäre Zeit. Hier ein paar Thumbnails von Reaction-YouTubern mit meinen Interpretationen, um ein bisschen zu verdeutlichen, wie lächerlich sie sind. Und ich würde sagen, let's go. Der liebe Sufjan sieht einen Geist. Sufjan und Flo, der Flo, haben vergessen, den Stream auszumachen und sind auf dubiosen Seiten unterwegs. Ach, Flo? Scheiße. Ich komm safe in der nächsten Folge vor. Ich komm, wir gucken uns meine Thumbnails an. Wir gehen in meine Thumbnails. Schatz, sie alle Thumbnails überarbeiten. Baby, Gefahr. Wir sind in Gefahr, Schatz. Guckt euch das Thumbnail an. Wo ist noch ein krankes? Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das hier. Da? Ach du Scheiße. Guckt euch das an. Oh nein, Digga, wir sind komplett im Mainstream drin. Wir sind komplett in diesem Mainstream-Ding gefangen, Alter. Schatz, du hast hiermit offiziell meine Karriere zerstört. Wir sind am Arsch. Wir sind komplett am Arsch. Flo der Flo, bevor er seine Mathearbeit zurückbekommt. Flo der Flo bekommt seine Mathearbeit zurück. Flo der Flo nimmt das erste Mal MDMA im Club. Die drei Phasen des Mehmets. Der nachdenkende Mehmet, der sich am Kopf gestoßene Mehmet und der boxende Mehmet. Chris... Ja, aber warte mal. Ich will mal ganz kurz sehen, was macht er denn für Thumbnails? Ah, okay, er macht gar keine von sich. Okay. Er nimmt einfach nur die Bilder. Aber hier ist auch ein bisschen gestellt, ne? Hier, so ein bisschen der Kopfschmerzen habende Jules. Oder? Der Kopfschmerz habende Jules ist hier zu sehen zum Beispiel. Okay, das war's. Doppelmoral. Doppelmoral. Lutscht. Okay, Leute. Er macht Reactions auf Zweitkanal. Okay, warte mal. Wo ist der? Hier, Jules 2. Ja, okay, er guckt wirklich überall fast gleich. Ja, toll. Ja, was kann ich dafür, wenn du immer traurig bist? Wenn du musst halt mehr Emotionen zeigen, Bruder, dann kann man auch einen Frame aus dem Video schneiden. Was ist denn da los? Du bist ja immer gleich, immer neutral, fast immer neutral unterwegs. So, das erste Video mochte ich noch, jetzt fühle ich mich langsam gefrontet. Wir gehen weiter. Noch, einer geht noch. Sufjan schließt sich Hitlers Armee an, 1943 colorized. Perfekt. Wisst ihr noch, was ich sagte? Wenn ein Song mal Schmutz ist und absolut Gammelmüll, dann sagt man einfach, wie unendlich gut das Video ist. Musikvideos on top.
on top. Aber wisst ihr, was ich meine? Die Musikvideos sind echt strong. Ey, aber die Musikvideos sind krank bei ihr. Aber heftiges, also wirklich, das, vor der Musik habe ich großen Respekt. Heftig. Aber das Musikvideo ist mit das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Ey, krass, mal auch das Eye-Make-up hier. Achtet mal drauf. Heftig. Oh Gott. Das Eye-Make-up. Ah, ja, also ich meine, ich finde es legitim, wenn man versucht, irgendwie auch was Positives irgendwie aus dem Werk oder so hervorzuheben. Ich versuche das auch immer, ne? Nicht eine Sache einfach tothaten, weil ich mir dann immer denke, wo ist der Mehrwert, wenn ich ein Video mache, nämlich sage, ist scheiße so. Natürlich versuche, also ich zumindest versuche dann trotzdem noch irgendwie was zu finden, was mir gefällt. Aber deswegen ist es bei mir in der Regel auch so, dass ich auf Sachen, also Sachen, bei denen ich weiß, die gefallen mir safe nicht, darauf reacte ich nicht. Das habt ihr ja schon mitbekommen, wenn Leute zu mir sagen, ey, reacte mal darauf, wenn ich weiß, ich feiere das null. Also ich meine, wir haben auch schon Sachen gesehen, die ich nicht gefeiert habe, weil ich vorher nicht wusste. Aber es gibt einfach Sachen, bei denen ich weiß, dass ich das nicht feiern werde, so. Und wenn ich jetzt irgendwas höre und es ist nicht so mein Ding, dann sage ich das aber auch. Ne? Dann sage ich, was mir nicht gefällt. Aber natürlich versuche ich dann auch irgendwie zu gucken, ey, gibt es irgendwas, was ich denn noch... Mann, das ist so dieses Typische, wie man es halt macht, Alter. Wenn man irgendwie, das hat man schon in der Schule gelernt, ne? Im Deutschunterricht. So, wie verfasst man eine Kritik? Oder wie kritisiert man, ne? Erstmal was Positives hervorheben und dann den Rest hinten dran so. Bei Flo ist halt das Problem, dass er halt nur hervorhebt, ne? Glaube ich. Jetzt stell dich einfach mal vor, ein Kollege würde ein Video machen mit 3 Frauen in einem Käfig. Schöne Welt, schöne Welt. Und auch immer diese Kommentare von Katja-Fans, ey. Ich sehe schon, da steht die Musik wirklich im Vordergrund. Der Hammer, deine Lieder sind einfach Mashallah. Lass mal, bitte. Katja, deine Füße sind... Bitte. Ey, mein höflich, ne? Mega geil. Heute Nacht folgen wieder Träume, Alter Schwede. Net my mommy. Darf ich bis 6 noch raus? Komm auch pünktlich rein zu Haus. Weiter, 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 weiter. Ja. Weil was lese ich hier, Alter? Das ist so ein typischer Boomer-Comment, oder? Das ist so 40 plus, Ehefrau liegt im Bett. Weiter so und nicht anders. Bitte. Gutes Teil an Musik. Das Mami so reißt, Digga. Oh, ich finde das auch immer so richtig cringe. Kennt ihr diese auf Twitter? Da gibt es doch so ganz viele, keine Ahnung, Pornodarstellerinnen oder so Frauen, die so Onlyfans-mäßig aktiv sind. Und wenn dann immer so ein 50-jähriger Harald mit Profilbild noch mit seiner Frau, die so nebendran steht irgendwie, so, und dann steht da als Comment irgendwie drunter, boah, in diesen Arsch würde ich auch mal gerne beißen. Zwinker. Oh, es ist so unangenehm. Ich hasse Menschen. Ich hasse Katja-Fans. Junge. Warum nicht jeder Mensch gute Reactions zu Deutschrap machen kann? Teil 1. Ich wollte sagen, ne, du musst ja immer was berechnen. Also, ne? Schonskosten mal einen gewissen Wert und es wird halt auch gewinnen. Ich habe nichts verstanden. Ich habe nichts verstanden. Das klang gerade für mich wie Mathe damals, wo es um Terme ging, Alter. X plus Y ist gleich. Ich habe nichts verstanden, so. Vielleicht muss man da irgendwie erstmal den Term umformen, damit man da aufs Ergebnis kommt. Ich weiß es nicht. Aus Machs. Deswegen. Also, das ist schon wirklich krass. Okay, warte mal. Leute, wir versuchen jetzt alle herauszufinden, was er uns sagen will, okay? Ihr helft mir. Let's go, wir gehen rein. Rages zu Deutschrap machen. Ich lasse einmal durchlaufen. Wir versuchen zusammen. Dann Teil 1. Ich wollte sagen, ne, du musst ja immer was berechnen, also, ne, Schonskosten mal einen gewissen Wert und es wird halt auch gewinnen, was du machst, deswegen, also, das ist schon wirklich echt krass, was sie da an, ja, Verlust nicht macht, aber was sie da für uns zurücksteckt, mit wir diese Geschichten oder diese Box mit den Inhalten für dieses Geld bekommen kann. Bro. Okay, also ich hab's verstanden, er wollte jetzt quasi sagen, sie verkauft die Boxen so günstig oder packt da so viel rein, dass sie damit eigentlich kein Geld verdient oder sogar Minus macht, um uns glücklich zu machen. Ich habe verstanden, was er mir sagen wollte, aber es war sehr umständlich umschrieben. Nett gemeinter Rat, such den Logopäden, dann fang mit Reactions an. Übrigens, Leute, der Arme. Iron Man macht jetzt auch Reactions zu Deutsch Rap. Nein, es ist kein Rap. Oh shit. Yeah, baby. Yeah, yeah, yeah. Du gottverdammter F***. Setz mich auf den Felsen, irgendwas zu reden. Ha? Lass mal meine Position. Superstar. Jürgen, beruhig dich. Wenn ich komm. Ey, dieser Jules macht aber coole Videos. Ich finde den irgendwie cool. Soll, musst du mich bitten. Schön noch Breaking Bad genommen, diese Kugel, oder? Ja, Mann. Hä? Ganz offensichtliche Breaking Bad-Anlehnung von der lieben Katja hier. Selber, warum Breaking Bad? Er wird lustig, ich will dick.
Digga, er macht aber 1:1, oder? Der könnte, wenn er will. Ich sehe schon, Leute, bald kommt das erwartete Katja und Iron Man Feature. Bin gespannt. Yeah. Wo ich diese Scheiße sehe, möchte ich lieber zu... Ja, was hat das mit Breaking Bad zu tun? Das war doch Wrecking Ball oder so? Wie hieß das Ding? Den Army Reaction, Alter. Der Typ, er überreagiert nicht. Er hat sich zum Orgasmus reagiert. Also er sah wirklich so aus, als würde er gerade was anderes konsumieren. The fuck? Warum nicht jeder... Keine Ahnung. Also ich fühle Sachen ja auch, ja? Und manchmal overacte ich auch, wenn ich Bock habe, ein bisschen Party zu machen, ein bisschen zu unterhalten, aber das ist doch so... Ich weiß nicht, ist einfach zu viel, Digga. Der gute Reactions zu Deutschrap machen kann, Teil 2. Ich bin Deutsch. Ich finde das Video richtig geil gemacht. Ja, das Video finde ich auch richtig gut. Das Lied an sich wäre jetzt nichts, wo ich sage, das muss ich mir kaufen oder jetzt ständig hören oder so. Mhm. Weil ich aber eben eine Frau bin. Leute, am besten macht... Weil sie eine Frau ist, ach so. Ach so, okay. Alles klar. Es liegt daran. So. Dachte vielleicht am Song, aber sie ist halt eine Frau. Oh Gott. Hier Reactions zu Schminkvideos oder irgendeinem anderen Scheiß gehabt, um Deutschrap nichts zu suchen. Identifizieren zu können, was verstehst du denn gerade nicht? Deine Zunge hat dieselbe Farbe wie dein Hoodie. Das stimmt, aber. Die beiden waren im Sommer aus. Ja, leider muss ich zugeben, dass ich das weiß und leider auch gesehen habe. Und leider sind die beiden für mich seitdem. Ich war eigentlich froh, dass ich die vergessen hatte. Ihr verdammten Kuh. Hey, ihr beiden. Macht doch lieber etwas, was eher in eurem Kompetenzbereich liegt. Zum Beispiel eine eklige Bohnen-Challenge. Machen die schon? Wir sind am Arsch. Ja, ich glaube auch. Die habe ich mir doch auch geholt. Ah nee, das sind aber nicht die Schafen, ne? Wir sind am Arsch. Macht doch als nächstes mal eine Challenge, wer von euch beiden mehr Föhne und Toaster mit in die Badewanne nehmen kann. Mal gucken, wer schneller ist. Wenn es einen Grund gibt, warum ich TikTok liebe, dann... Weil der Raging-YouTuber überhaupt auf dieser Plattform sein Unwesen treibt. Mal gucken. Okay, es ist jetzt genau 3 Uhr. Wir werden jetzt versuchen, diese Nummer hier anzurufen. Die Nummer des Teufels, Sex. Und diese Leute sind der Grund, warum meine Kleine zu mir kommt und sagt, Papa, ich kann nicht schlafen. Und ich, warum? Ja, ich habe Angst, dass der Game Master kommt. Und das ist Real Talk passiert. Es war genau so. Ich musste ihr erklären, dass es keinen Game Master gibt. Und es hat lang gedauert, bis sie mir geglaubt hat. Ich weiß immer noch nicht, ob sie insgeheim immer noch an den Game Master glaubt. 666. Im Anschluss nicht erreicht werden. Rätsel. Wie oft hat Chris so ein Video hochgeladen? Einmal? Zweimal? Oder viermal? Richtig. 16 Mal. Okay, es ist jetzt genau 3 Uhr. Wir werden jetzt versuchen, diese Nummer hier anzurufen. Digga, die Nummer... das Video 2, 4, 5, 10 Mal hat er dieses Video gemacht? Come on, Digga, chill mal. Reicht doch. Nummer des Teufels 666. Im Anschluss nicht erreicht werden. Ach ja, der verzweifelte Versuch, mit Trash-Content auf TikTok viral zu gehen, Alter, das ist schrecklich. Dieser TikTok, sagt man zu der Scheiße so, hat mir auch sehr gefallen. Oh mein Gott, Freunde, Kapi hat mir gerade bei WhatsApp geschrieben und meinte, ihr sollt mir alle bei TikTok folgen. Ach, halt doch die Fresse, Digga. Halt doch bitte deine Fresse, Mann. Ich werde jetzt einen TikTok machen. Yo, meine Freunde, was geht, Alter? Eminem hat mir gerade gesagt, ihr sollt mir alle auf TikTok folgen. Lasst ein Follow da, Alter, wenn ihr Eminem-Fans seid, Mann, ja? Supportet Eminem und damit auch mich. Liebe Grüße. Geht jetzt live, Freunde. Ganz ehrlich, es reicht. Ich guck da nicht mehr zu. Ich mach selber mit. Ich mach jetzt selbst mit. Es reicht. Den Chat seht ihr gleich, aber folgt mir erstmal. Kapital Brat hat mir WhatsApp das hier geschrieben. Pussy, okay, ha, folgt mir alle dem Brett Chris bei TikTok. Oder es kommt nie wieder Musik. Und genau so wird es gewesen sein. Genau so wird es gewesen sein. Da bin ich mir ganz sicher. Also.
Nicht, dass das noch nach hinten losgeht. Eminem einen 30-Minuten-Disc-Track hochlädt. Stell dir jetzt einfach vor, ich gucke so in 2 Minuten rein, Alter. 10 Millionen Follower oder so. Ging komplett durch America und so. Ihr seht, folgt dem Chris definitiv auf TikTok. Sonst bringt Kapi nie wieder Musik, was wirklich schrecklich wäre. Aber man muss wirklich sagen, Chris, ein wahres Marketing-Genie. Okay, also, ich muss dazu sagen, ich finde den Typen cool. Ich abonniere den jetzt auch. Der macht irgendwie coole Videos.